Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Dass man im Douglas Sachen findet von Anastasia Beverly Hills, von Urban Decay und so weiter, von Jeffree Star mittlerweile auch, sprich von sehr, sehr hochpreisigen Marken, ist uns ja mittlerweile echt gut bekannt. Aber dass die auch relativ günstige Produkte haben, auch so im Bereich Drogerie und so, das lässt man gerne außer Acht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute ein Full Face mit Douglas Produkten unter 10 Euro schminken möchte. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird nachher auch noch eine kleine Verlosung geben. Alles, was du dafür tun musst und was es gibt, das wirst du gleich sehen. Und ich werde jetzt einfach mal starten mit einem Primer. Und zwar ist das der Illuminating Face Primer von e.l.f. Jo, illuminisierende Primer, finde ich großartig. Radiant Glow. Der ist sehr, sehr fest. Sieht sehr wurstig aus. Fühlt sich auf der Haut relativ silikonig an. Wow, meine Hände glitzern einfach vollkommen Gold. Und ja, auch mein Gesicht glänzt. Also es verleiht einen Glow, als hätte ich jetzt wirklich so einen Flüssig-Highlighter aufgegeben, oder? Bevor ich die Foundation auftrage, muss ich aber erst einen Haarreifen aufsetzen, denn ansonsten wird das immer bei mir ein bisschen verrückt. Okay, da habe ich hier von Essence Fresh and Fit Awake Makeup Healthy Glow with Vitamin Complex and Cranberry Water und ich habe das in der Farbe 20 Fresh Nude. Die ist relativ dickflüssig von der Konsistenz her. Und dann nehme ich mir von It Cosmetics den Heavenly Luxe Pinsel. Das ist dieser Sternpinsel. Den habe ich mir auch mit dieser Bestellung tatsächlich geholt. Also nicht alles, was ich hier habe, ist aus meinem Backup bzw. aus meinem Stash, sondern teilweise ist es auch etwas, was ich jetzt neu gekauft habe. Und oh, riecht das gut. Ich finde, dass die Foundation ein bisschen gelbstichig ist, wenn man das hier so sieht, Gesicht zu Hals. Das heißt, ich muss die definitiv auch noch runter verblenden, damit ich da nicht so eine harte Kante habe. Eigentlich verblendet der Pinsel das ganz gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit einem Schwämmchen nochmal drüber gehen muss, weil irgendwie ist das eine Gewohnheitssache. Ich weiß nicht, jetzt habe ich ein angefeuchtetes Luvia-Schwämmchen aus der Louisa Crashen Edition. Aber die Foundation ist tatsächlich ein bisschen zu gelbstichig für mich. Ich bin dann wahrscheinlich eher der Rosaton-Mensch. Sehr leicht auf der Haut. Der Glow kommt noch durch vom Primer. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Farbe ist aber nicht ganz meins. Sehr, sehr leichtes Gefühl auf der Haut. Das mag ich richtig gerne leiden. Kann was werden mit uns beiden noch. Als nächstes habe ich hier von Catrice den One Drop Coverage Coverage Weightless Concealer Full Coverage with Hyaluron und Sweatproof in der Farbe 003 Porcelain. Das ist ein sehr, sehr deckender und so wie ich gehört habe auch sehr, sehr guter Concealer. Der ist jetzt im Gegensatz zu der Foundation richtig flüssig. Nehme ich mir mit meinem Beauty-Schwämmchen direkt einfach mal auf und gebe ihn dann unter meine Augen. Holla! Der lässt sich aber schnell ausblenden. Und da ist wirklich ein Tropfen Wusch mega Deckkraft. Wow. So, mit den Resten gehe ich dann hier über Rötung einfach grob drüber. Da muss ja nicht so viel. Kann halt durchscheinen, ne? Das wie es ist. Aber der Concealer gefällt mir wirklich, wirklich gut. Der deckt hammermäßig ab, ist super leicht vom Gefühl her. Und schnell eingearbeitet und ich finde den klasse. Der gefällt mir. Auch die Marke Wet n Wild können wir im Douglas finden. Und da gibt es hier von Wet n Wild das Photo Focus Press Powder. Das ist dieses und das habe ich mir geholt in der Farbe Warm Light. Ein warmes Licht. Ich glaube, die Base, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe, wird tatsächlich sehr warm. Also diese gelbe, gelbstichige Foundation und dieses warme Puder. Mal gucken. Wobei das doch relativ hell aussieht, ne? Ja, fühlt sich ganz angenehm an. Ist auch wirklich hell. Doch, das geht klar. Das wird klar gehen. Nehme ich mir hier so einen Pinsel von BH Cosmetics und werde jetzt damit tupfend mein Gesicht setzen. Punkt 1. Das Puder macht einen mega Weichzeichner-Effekt. Ho! Punkt 2. Der Glow kommt noch ein bisschen an den hohen Stellen meines Gesichtes durch, was ich schön finde. Punkt 3. Mein Puder ist gebrochen. Ich weiß nicht warum. Bin da jetzt auch nicht, weiß Gott, wie böse mit dem Pinsel reingegangen. Aber da ist voll zwei Risse drin. Egal, aber es gefällt mir echt gut. Also das sieht schön aus, so flawless und
angeebnet und die wirklich leicht deckende Foundation wurde jetzt umgewandelt zu einer mittleren Deckkraft, würde ich mal so sagen. Gut, als nächstes haben wir jetzt Blush Bronzer Highlighter. Oh, meine Nase. Ich vergesse sau oft hier unten noch abzupudern. Verrückt. Hm. Okay, als nächstes habe ich hier einen Bronzer und zwar von Terra del Sol. Ich weiß nicht, ist das eine Douglas Eigenmarke? Ich habe den noch nie woanders gesehen. Ich habe die Farbe, weiß ich nicht. Ja, 2 ist die Farbe. Steht da, da unten. Der, ja, könnte vielleicht ein bisschen zu warm für mich sein. Das müssen wir mal gucken. Der hat so einen ganz leichten Schimmer mit drin. Nehme ich den gleichen Pinsel wie eben. Okay, der ist sehr pigmentiert und sehr rot. Oh nein. Der hat auch so einen leichten Duft. Naja, sagen wir leicht, relativ stark, so ein bisschen rosig. Mhm. Sehr parfümiert. Ja, den Bronzer muss man wirklich ordentlich ausblenden, aber das Resultat, was er gibt, ist schön. Vielleicht muss ich dafür einen fluffigeren Pinsel als diesen hier nehmen. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube schon. Ich nehme mal einen etwas größeren Pinsel. Oh ja, wenn man so einen größeren Pinsel nimmt, dann funktioniert es deutlich besser. Das sollte ich mir auch einfach mir mal so angewöhnen. Ne? Ich habe das häufig, dass ich sage, ah, wenn ich jetzt meinen größeren Pinsel nehme, dann wird es bestimmt besser. Und dann nehme ich einen größeren Pinsel, also so bei Face-Produkten, und dann wird es tatsächlich besser. Und trotzdem starte ich immer mit so einem kleinen Pinsel. Hm. Ja, das Gesicht ist hiermit offiziell aufgewärmt. Aber wow, hast du da viel Kickback drin, echt? Ne? Hat auch einen schönen Shimmery Shine, gefällt mir richtig gut. Oder so ein Perlmutt-Shine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Gefällt mir. Wenn man denn dann den richtigen Pinsel verwendet. Okay, den Pinsel von eben mache ich kurz an meinem Handtuch hier sauber. Denn ich möchte nun einen Blush verwenden. Und zwar habe ich hier von L'Oreal Age Perfect den Blush Satin, beziehungsweise den Satin Rouge, okay, in der Farbe 101 Rosewood. Hm, der sieht recht dezent aus und der kommt mir bekannt vor. Hatte ich den schon mal? Ich weiß es nicht. Sehr dezent. Egal, ich nehme den sauber gemachten Pinsel von gerade. Ach, du hast ja sogar ein Spiegelchen drin. Ich meine, so ein Pinselchen benutze ich eigentlich nicht, ne? Aber, ja. Ach doch, der hat auch einen Schimmer mit dabei. Mit dabei, ne? In der Farbe mit drin. Schimmerpigmente in dem Farbton, ja. Ja, der ist, könnte mehr sein, aber ist ganz schön. Ja, und auch mit bald 31 Jahren darf man schon an später denken. Ich weiß nicht, warum das eine extra Age-Focus-Reihe ist oder Age-Perfect-Reihe, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob der ganz besonders toll ist für reifere Haut, weiß ich nicht. Mir gefällt er auf jeden Fall auf meiner Haut ganz gut. Hat was, finde ich. Also ich finde es sehr, sehr harmonisch gerade, was so in meinem Gesicht abgeht. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann gibt es eine Marke bei Douglas, die ich so noch gar nicht groß beachtet habe. Ich habe zwar einen Primer davon, aber sonst habe ich nicht wirklich was von denen. Und zwar die Marke Bell Hypoallergenic. Und da gibt es den Fresh Glow Highlighter. Das ist ein Illuminating Powder. Und das ist die Farbe On the Moon. Ja, dann gehe ich mal mit diesem illuminisierenden Puder auf den Mond. Dürfte ein recht zarter Highlighter sein, weil es ja auch Illuminating heißt. Also Illuminating Powder und nicht Highlighter explizit. Ja, wirklich zart. Sehr, sehr zart. Ich nehme ordentlich was auf. Ich will nicht nur so ein bisschen und ich klopfe auch nicht ab, weil wenn es nur dezent, dann würde ich es sonst eh schichten, ne? Ganz zart. Ja, wenn man natürlich will, dann wird man damit auf jeden Fall natürlich bekommen. Das schon hat auch so leicht rosane Schimmerpartikel mit drin, oder? Ja. Aber ich glaube, wenn man den aufbaut, dann ist das schön. Komm, wir bauen den mal auf zusammen. Ja. Oh Gott. Da fällt jetzt... Oh. Jetzt habe ich übertrieben. Tut mir leid. Ups. Aber ich finde es schön, mir gefällt das. In der Intensität hätte ich das auch gerne tatsächlich. Und der soll dann ja auch irgendwie besonders hautverträglich sein. Keine Ahnung, aber ne, den kriegst du für unter 10 € bei Douglas. Augenbrauen. Da
Da habe ich hier selbstverständlich von Catrice den, das ist aber ein anderer, der Slimmatic Ultra Precise. Das ist dieser hier. Sonst hatte ich ja immer meinen Eyebrow Stylist. Jetzt wollte ich mal was Neues probieren in der Farbe 020 Medium. Der hat auf der einen Seite einen Spoolie. Das ist wirklich klein, dieser Spoolie. Und auf der anderen Seite eine Mine, die wirklich Ultra Slimmatic Precise ist. Und das werden wir doch jetzt mal auftragen. Da musst du nur ganz sanft über deine Augenbrauen gehen, weil die Farbabgabe ist echt schön. Aber das Ergebnis gefällt mir. Das ist sehr schön, sehr natürlich, sehr harmonisch. Lässt sich sehen. Heute möchte ich meine Augenbrauen gar nicht so krass mäßig irgendwie haben, sondern relativ natürlich. Und das habe ich damit echt hinbekommen. Finde ich mega cool. Gefällt mir. Okay, jetzt, nachdem ich so geflasht bin von dem Produkt, gehe ich jetzt zum Eyebrow Styling Gel. Das ist von Lavera. Dieses Transparente finde ich echt interessant. Also, das ist ein komisches Bürstchen. Mit dem soll ich jetzt meine Augenbrauen in Form bringen. Gucken wir mal. Okay, und hier haben wir halt ein Spoolie dran. Sehr gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Riecht sehr kräuterig irgendwie. Aber gut, ist ja auch Naturkosmetik, ne? Damit bringe ich jetzt einfach mal die Augenbrauen hier so ein bisschen in Form. Da brauche ich auch gar nicht dieses große Bürstchen, was da dran ist, glaube ich. Ich glaube, mir reicht das Bulli. Ja, der reicht mir. Aber das Ergebnis gefällt mir richtig gut. Ja, ich mag es auch, wenn ich tatsächlich noch ein paar Lücken in den Augenbrauen drin habe, weil das halt dann natürlich aussieht. Ne? Ich habe sie dann schon ein bisschen aufgefüllt, aber ich habe sie nicht so exzessiv balkenmäßig gemacht. Also manchmal, wenn ich meine Videos schneide und mir angucke, wie ich mir die Augenbrauen gemacht habe, denke ich mir auch, holla die Waldfee. Habe ich denn da? Ach, keine Ahnung, aber ne, so gefällt mir das eigentlich echt mit am besten, wenn ich die so habe. Als nächstes nehmen wir eine Eyeshadow Base und da hat mich auch wieder die Marke Hypoallergenic angesprochen. Das ist die Lightening Eyeshadow Base. Ja, ich mag ja diese Eyeshadow Bases, die halt noch so einen Glow mit drin haben. Habe ich ja auch von Riva Loves Me und ups, deswegen wurde ich dazu bewogen, mir diese hier dann auch entsprechend anzuschaffen. Ja, sehr perlmuttig und sehr fest. Hat so einen rosa Schimmer tatsächlich mit drin. Das hier jetzt. Da bin ich mal gespannt, wie die sich jetzt auf dem Auge macht. Dafür nehme ich mir jetzt einfach so einen Pinsel hier von BH und mache die aufs Auge. Die kommt auf dem Auge trockener rüber, als ich dachte. Die deckt nicht ab, also meine blauen Äderchen, die ich habe, werden halt weiterhin vor allem sogar einfach mal betont. Ja, aber sie macht einen Lightning-Effekt. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die den Lidschatten jetzt festhalten wird. Ja. Gut, als Lidschattenpalette habe ich hier von Essence die Good Day Sydney Palette. Das ist diese hier. Die habe ich mal in einem Trash-Paket, glaube ich, bekommen. Und auch schon das ein oder andere Mal so ein bisschen damit gespielt. Und jetzt mache ich damit richtig einen Look. Ja. Als erstes gehe ich in diesen weißen Ton, um mein Lid zu setten. Echt, die Base ist mega trocken. Nicht klebrig oder so. Das ist sehr merkwürdig. Sonst habe ich, wenn ich Lidschattenbases drauf habe, immer irgendwie so eine klebrige Base oder so. Sehr gar nicht. Also in der Theorie hätte man die ja fast nicht setten müssen. Ja, jetzt gehe ich erstmal relativ klassisch vor und nehme diesen hellbraunen matten Ton, um mir eine Lidfalte aufzubauen. Wenn ich den Ton hier am Knochen anfange anzusetzen und dann ausblende, dass ich mir damit auch die optimale Lidfalte immer generiere. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem, der ein Schlupflid hat, ein bisschen anders, aber bei mir funktioniert das so mit am besten. Das ist ein wirklich schöner Ton, aber man muss ihn sich extrem aufbauen und sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken, weil das ansonsten halt einfach zu zart wird. Und ich möchte ja schon, dass man so ein bisschen was davon sieht. Witzig ist übrigens auch, dass wenn du eine Shimmerbase aufträgst, so ungefähr jeder Ton, den du darüber gibst, auch so ein bisschen schimmert. Diesen Grünton möchte ich ganz intensiv auf meinem beweglichen Lid haben. Ich gucke mal, ob ich das mit einem Pinsel hinkriege oder ob ich meinen Finger zur Hand nehmen muss. Also krümelt der halt sehr. Ich mach's lieber mit dem Finger. Der ist schon schön und ich habe in letzter Zeit auch sehr viele grüne Looks geschminkt, weil ich die einfach richtig gerne mag in letzter Zeit. Nach ganz außen gebe ich mir diesen Kupferton. Den nehme ich direkt mit dem Finger auf. Der ist auch schön, ne?
Mit einem etwas fester gebundenen Blendepinsel gehe ich in diese dunkelbraune Farbe, aber auch nur ganz, ganz vorsichtig und vertiefe mir noch ein bisschen hier oben die Lidfalte. Aber wie du siehst, halt wirklich nur relativ außen und ganz soft. Dann nehme ich mir nochmal den fluffigen Blendepinsel und gehe in die Blendefarbe, die ich eben hatte, und gehe nochmal hier außen kurz drumherum. Wow, dieses Schimmernde von der Base ist einfach so intensiv, das kommt voll durch. Also eigentlich brauche ich jetzt kein Augenbrauen-Highlight, aber ich werde trotzdem gleich eins setzen. Ich möchte mir gerne dieses Hellblau in den Innenwinkel geben. Das ist dieser Ton hier. Ich versuche das, upsala, gleich mal eben mit dem kleinen Finger. Das geht so heftig ab. Boah. Und mit dem Point Brush presse ich mir das da richtig rein. Das ist irgendwie cool. Das ist mal was anderes als nur hell, ne? Also es ist halt blau. Da muss man aufpassen mit Augenschatten. Ja, sieht auch nicht ganz optimal bei mir aus, aber es ist speziell. Ich mag das. Dieses Rosa gebe ich mir unter die Augenbraue. Nehme ich auch den Blendepinsel hierfür, weil das ist eh recht zart pigmentiert, aber ich habe ja eh schon Schimmer auf der Augenbraue. Das ist einfach nur zum Aufhellen quasi dann gedacht. Und dieses schimmernde Blau gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz, denn ich will es einfach verwenden hier im Look. Das mache ich mit so einem Point Brush, damit ich da sehr präzise mitarbeiten kann, weil ich möchte das natürlich so nah am Wimpernkranz wie möglich haben und so wenig wie es nur geht irgendwo anders hin. Denn je tiefer es fällt, desto mehr sieht das nach Augenringen aus. Das wollen wir nicht. Dezent oder nicht dezent? Was würdest du sagen? Also ich finde es sehr hell, aber sehr schön bunt. Mir gefällt's. Mit dem Setting Spray Make-up Fixer von Inglot werde ich jetzt mein Make-up fixieren. Boah, das kommt aber rausgeschossen, nur. Boah, intensiv. Noch einmal mit dem Schwämmchen einbacken. Als Eyeliner habe ich auch so einen Klassiker. Das ist von Essence, der Eyeliner Pen in Waterproof. Der hat eine richtig, richtig dünne Spitze. Den habe ich auch schon das ein oder andere Mal leer gemacht. Gefällt mir richtig gut. Es ist ein Filz-Eyeliner. Ich liebe Filz-Eyeliner. Jo. Ziehe ich mir mal einen Eyeliner. Mit dem Eyeliner habe ich so ein bisschen immer meine Schwierigkeiten, weil der halt auch nicht so gut auf Glitzerlidschatten malt. Aber mit ein bisschen Aufbauerei funktioniert das dann, ne? Die sehen dann nicht unbedingt gleich aus, aber das tun die bei mir eh sehr selten. Ich biege meine Wimpern so ein bisschen nach oben, einfach damit die noch ein bisschen mehr Schwung kriegen. Ich habe einfach gemerkt in letzter Zeit, dass es besser funktioniert bei mir. Und dann verwende ich von Maybelline die Lash Sensational Mascara. Das ist diese hier. Die hatte ich im Maybelline Adventskalender mit drin. Die hat ein sehr witziges Bürstchen. Das ist ein Gummibürstchen, was so gefühlt in alle Richtungen absteht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Wow. Also mir persönlich gefällt sie am besten in zwei Schichten, um das mal so zu sagen. Die dritte Schicht ist dann doch ein bisschen too much, ein bisschen zu künstlich und das aus meinem Mund, Leute, ne? Sie macht schöne Wawawum-Lashes. Ich habe ein bisschen gepatzt, das mache ich gleich weg, wenn es getrocknet ist. Ja, ne? Ist aber schon intensiv, du. Holla, die Waldfee. Jetzt kommen wir zu den Lippen und da habe ich mir zum einen von Douglas den Ultimate Longwear Lip Liner ausgesucht in der Farbe Velvet Plum. Auch der war im Adventskalender. Ja, ist einer zum Rausdrehen. Eine wirklich, wirklich wunderschöne Farbe. Ja, theoretisch Lipgloss drüber und fertig. Aber nein, wir geben uns einen wundervollen Lippenstift darüber. Und zwar von Catrice den Plumping Gel Lipstick. Das ist dieser hier. Und den habe ich in der Farbe 100. Ja. So schaut er aus. Und jetzt kommt er drüber. Der passt echt optimal zum Lip Liner, aber nicht unbedingt zum Augenlook. Egal, ich bin jetzt kunterbunt im Gesicht und ja, ihr Lieben, das war jetzt mein kunterbunter Look zum Thema Produkte bei Douglas unter 10 Euro Full Face oder so, irgendwie durcheinander. Ich habe ja gesagt, es gibt hier eine Verlosung und die ist nicht unter 10 Euro, die ist ziemlich heftig. Ein Trockenshampoo von Batiste, eine Bodybutter von The Body Shop, ein Bronzer aus der letzten Limited Edition von Rival de Lubiang, eine Handcreme von Banengen,
von Wunder 2 die 72 Stunden Mascara, von Alverde ein Lippenstift, von Oritza ein Highlighter, von Meet and Mia ein Eyeshadow Stick und das Glow Tonic von Pixie by Petra. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist ganz einfach. Schreib mir einfach unten einen ganz, ganz lieben Kommentar in die Kommentare mit der Information, welches Produkt aus meinem Full Face, was ich jetzt geschminkt habe, dir am besten gefallen hat. Und wenn dir auch dieses Video gefallen hat, was ich hoffe, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!